Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Ihr habt es heute Morgen wahrscheinlich gesehen, mein Video zur Pressekonferenz zu Fame. Nein, wir sagen ja Shame-Fighting, wo Jan abgesagt hat. Eine kurze Erklärung meinerseits, ihr müsst wissen, dass wenn ich ein Video produziere und danach kommen dann neue Informationen wie ein Statement von Gigi, dann können diese Informationen in dem Video gar nicht mehr vorkommen, wenn es schon fertiggestellt ist. Deswegen heute ein Sondervideo, wo wir uns mit den aktuellen Ereignissen noch einmal beschäftigen, denn im Nachgang meines Videos sind natürlich noch weitere Dinge passiert. Wir werden eine richtig heftige Aussage von Valentina uns anhören, jedoch nach Hause, Duca, zum Beispiel. Dann werden wir uns das Statement von Gigi einmal angucken und wir werden mal bei Alex Petrovic reingucken, denn er hat ja das alles auch wahrgenommen, urteilt auch über Valentina und interessant ist aber auch die Kameraperspektive von Vanessa, die Freundin von Alex, die saß ja auch im Publikum und die hat das auch gefilmt und da kriegt man nochmal einen anderen Blickwinkel auf diese ganze Situation und das passt super, denn das ist nämlich genau das, was wir hier auf meinem YouTube-Kanal machen. Wir betrachten die verschiedenen Blickwinkel, um uns eine Meinung zu bilden und ich als Meinungsblogger trage euch meine Meinung vor und ihr entscheidet, ob ihr die Meinung annehmt oder aber ob ihr eine andere Meinung seid und das ist hier bei mir völlig in Ordnung. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch Danny, vielen herzlichen Dank für deine trashigen News rund um das Thema Valentina, Jan, Gigi, wir wollen diesen Stars nicht folgen, aber folgen dir gerne, um deine Zusammenfassungen zu hören. Dann für dich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sind eine kleine Trash-Familie und auf dem Weg zu den 16.200. Es ist so unglaublich, wir haben meinen Hauptkanal fast überholt. Ja, es fehlen, glaube ich, noch 100 Abonnenten, dann habt ihr meinen Hauptkanal zerstört. Ja, so mal nebenbei. Okay, gut. Wir fangen zuerst an bei Gigi. Das ist mir wichtig, weil wir bei Gigi beim letzten Mal das nicht so auf dem Schirm hatten, was er da zu Valentina gesagt hat. Es kam ja erstmal wie eine Drohung, ich komme zu dir nach Hause. Das hat sich jetzt allerdings relativiert, beziehungsweise Gigi relativiert diese Bedrohung und er sagt, dass es so nicht gesagt wurde, sondern wir schalten einmal rüber zu Gigi Birofio und hier sehen wir sein Statement. An die, die es nicht verstanden haben. Ich habe gesagt, ich komme zu dir nach Hause, um Jan abzuholen. Aha. Das ist natürlich, wenn er das so gesagt hat, keine Drohung, sondern eine Erklärung, dass was passiert, wenn Jan nicht zum Boxkampf kommt, dass er zu ihm nach Hause fährt, um ihn abzuholen. Das macht natürlich diese ganze Geschichte von Valentina, die sie uns erzählt hat, jetzt auch wieder zunichte, wenn man dem denn so Glauben schenkt. Da muss man natürlich jetzt auch wieder vorsichtig sein, wer sagt was. Ich kann es euch einfach nur zeigen und ihr müsst für euch entscheiden, ist das die Wahrheit oder nicht. Ja, ihr wisst, die Wahrheit ist schüchtern. Entsprechend muss man manchmal etwas genauer drauf achten. Gut, dann folgte aber noch eine weitere Story, die will ich euch auch nicht vorenthalten, nämlich diese hier. Und hier macht sich Gigi so ein bisschen über Jan lustig, der ja hier wirklich insgesamt vier heftige Ansagen, Provokationen rausgehauen hat. Ja, ich erinnere euch an Sätze wie, ich denke, wenn du so große Eier hast, dann kämpfst du mit mir 5 Runden. Wo ist dein italienischer Stolz? Also Jan hat da einige Sachen ausgepackt gegen Gigi, wo ich auch der Meinung war, das ist einfach zu viel. Und hier nimmt er sich auch nichts, ja, was seine Provokationen betrifft. Und jetzt postet Gigi, der natürlich jetzt auch ein bisschen amüsiert darüber ist, dass Jan den Kampf abgesagt hat, postet er, wo bleiben diese ganze Ansagen? Also er sagt hier ganz klar, Jan, was bist du denn für einer? Auf der einen Seite therapierst du mich seit Wochen mit deinen Fighting-Ansagen, auf der anderen Seite ziehst du jetzt aber den Schwanz ein. Das ist natürlich eine Ansage, die kann ich persönlich nachvollziehen. Ja, also ich fand das auch alles jetzt ein bisschen billig und wer mein Video von heute Morgen gesehen hat, der weiß auch, dass ich die Theorie so ein bisschen habe, dass das alles eh schon inszeniert war von Valentina, diesen Kampf gar nicht erst stattfinden zu lassen. Das ist einfach nur eine Vermutung und eine persönliche Meinung. Das ist jetzt nichts, was ich euch sage, dass es so ist.
Ja, ich habe da keine Belege und keine Fakten für. Ich habe nur diverse Aussagen von Valentina in ihren Stories schon vor dieser Absage, wo sie sich für mich sehr verdächtig gemacht hat. Ja, aber ob es so stimmt oder nicht, ihr wisst, die Wahrheit ist so ein kleiner Teufel, die ist immer ein bisschen versteckt. Okay, dann haben wir noch eine Story von Gigi. Hier ging es denn darum, dass er nochmal den Zuschauern sagt, der Kampf wird stattfinden. Ich hole mit Uber von zu Hause ab. Also er holt Jan mit Uber von zu Hause ab. Das war so die Aussage. Klar macht Gigi jetzt da auch ein bisschen Thema, damit der Kampf dann vielleicht doch stattfinden wird. Wir gucken uns aber auch gleich mal eine Reaktion an von Valentina. Aber bevor wir das machen, möchte ich mit euch ganz kurz noch etwas anderes hören. Und zwar geht es hier um diese Pressekonferenz noch einmal. Und da hat Valentina etwas gesagt, welches ich jetzt auch zugeschickt bekommen habe von euch, was mir selber nicht aufgefallen ist, weil sie halt kein Mikro hat, ist das sehr leise. Ich werde euch jetzt die Szene der Pressekonferenz noch einmal einblenden. Und dann müsst ihr direkt am Anfang ganz genau hinhören und ich versuche euch die Soundspur ein bisschen lauter zu machen für die Kopfhörerfraktion unter euch. Jetzt gleich Vorsicht, denn wir hören jetzt mal genau rein, was sie am Anfang sagt. Feuer frei. 3x3, fertig. Okay. Vertraglich 3x3, fertig, nicht zu diskutieren. Okay. Es bleibt bei 3. Ich wiederhol's. Achtet mal auf folgende Wörter und das letzte möchte ich eigentlich nicht wiederholen. Geh doch nach Hause. Warte, ich spule zurück. Hört genau hin. Okay. Gehört? Ich mache noch einmal zur Wiederholung. Hört hin. Okay. Also, das Netz ist sich relativ sicher, dass sie sagt, geh doch nach Hause, du... Ja, ich möchte das Wort hier auf YouTube nicht aussprechen. Ich habe aber auch kein anderes Wort, um dieses so ein bisschen das Wort zu neutralisieren. Sie sagt halt, nee, ich spreche es nicht aus. Sie sagt wirklich was ganz Widerliches zu ihm. Aus meiner Sicht extrem... No-Go. Ein No-Go-Wort. Ja, es gibt so Wörter, es gibt so No-Go-Wörter. Und sie sagt halt, geh doch nach Hause, du... Ne? Das habe ich nicht in meinem Video aufgenommen, weil ich es einfach nicht gewusst habe. Diese Information wurde mir erst nach meinem Video zugespielt, wo ich dachte, puff, da schäme ich mich jetzt, dass ich das nicht besprochen habe. Tut mir leid, wie gesagt, ich kann nicht immer alle Perspektiven einfangen, habe für euch aber noch eine andere Perspektive eingefangen, nämlich Alex Petrovic war auch vor Ort mit seiner Frau Vanessa, also Alex sitzt hier. Und seine Freundin saß so hier im Publikum und Valentina war hier. Seht ihr den Blondschopf? So, und jetzt zeige ich euch mal eine Story von Vanessa, die gefilmt hat. Und da sehen wir mal, wie Valentina sich hier verhält bei der Pressekonferenz. Dazu muss ich aber nochmal ganz gut sagen, dass Valentina ja eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Sie ist hier nur die Freundin von Jan. Sie selber ist ja gar nicht im Ring. Also sie hat eigentlich gar nichts damit zu tun, außer dass sie die Freundin von Jan ist. Ja, wahrscheinlich managt sie ihn, Und jetzt schaut mal gleich, wie sie sich im Publikum verhält. Wir dürfen den Sport aufschauen. Und das zeigt doch, wie ist es sich so weisen. Was ist so bereit, jetzt wollte ich sagen. Was ist keine Verleitung? Also ganz kurz einmal einher wieder. So müsst ihr euch das vorstellen, so war ihr Auftreten, also schon gleich direkt hier in der zweiten Reihe, nicht in der ersten Reihe, und hat sich hier wirklich die ganze Zeit Wortduelle mit Gigi geliefert. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass das, was Gigi hier gesagt hat, zu ihr auch alles andere als nett war. Ich versuche mal, es nochmal zu wiederholen, dann wiederhole ich es. Du Eselgesicht, ja, irgendwie sowas in die Richtung geht das. Beleidigungen sind Beleidigungen, das geht natürlich auch nicht, das muss ich hier genauso ausgewogen sagen, dass das auch nicht geht, weil es natürlich auch eine sehr beleidigende, direkte Beleidigung an Valentina ist. So, jetzt hat sich aber Alex Petrovic zu Wort gemeldet, zusammen mit Vanessa, und die erzählen nochmal uns einen kleinen Einblick von der Pressekonferenz, beziehungsweise wie sie Valentina wahrgenommen haben. Da hören wir jetzt auch nochmal rein. So, wir sind durch mit der Pressekonferenz. Wir haben viel gevloggt heute. Real Weaver ist mit am Start, ne? Hat noch ein Interview mit RTL. Aber leider konnte man die Pressekonferenz nicht professionell durchziehen. Ja, es fing ja schon vor der Pressekonferenz an, dass sie quasi im Publikum 3 Minuten vorher Stress zu mir und Dana gesucht hat. Ganz kurze Pause. Diese Pressekonferenz war niemals professionell. Ja, unabhängig von Valentinas Auftritt, aber die YouTube-Zuschauer, die den Stream auch mitbekommen haben, es war keine professionelle Pressekonferenz. So war der Eindruck relativ schnell. Jetzt redet aber Vanessa von den ersten 3 Minuten vor der Pressekonferenz, wo Valentina wohl laut ihrer Aussage schon den Beef zu Vanessa und Dana gesucht hat.
Kann ich mir vorstellen, ja. Wir hören jetzt aber rein. Also sie ist Valentina. Genau, sie ist Valentina und hat dann gemeint, sie muss uns einfach komisch anstarren von der Seite. Und wirklich diesmal, Gott sei Dank, weil ich wusste, das wird ja nirgendwo ausgestrahlt, konnte ich ihr dann auch mal meine Meinung sagen und auch mal die Stirn bieten. Sie auch einfach mal meinte, sie soll es einfach mal lassen und soll mal woanders hingucken, wo sie meinte, ich kann hingucken, wo ich will und kann nicht alles nicht mehr. Ja, ich habe gesagt, ich kann es verstehen, dass sie uns anguckt, weil sie auch mal was Schönes in ihrem Leben sehen möchte. Schlagfertig. Egal, auf jeden Fall hat sie unfassbar ihr Hündchen wieder an die Leine genommen und die haben beide die Pressekonferenz verlassen. Sag nicht Hündchen, weil sonst gibt es eine Vertragsstrafe für Fakt. Dich. Er benimmt sich wie ein Hündchen. Ja, Mann, ich war ein bisschen Ja, das waren Alex und Vanessa irgendwie wieder in Love, oder? Man hat so das Gefühl, dass das Sommerhaus, dass das ihnen gut getan hat. Zumindest wenn ich so an die ersten Folgen denke, scheinen die hier wohl doch wieder so ein bisschen näher zusammengerückt zu sein. Das freut mich. Okay, also hier haben wir nochmal einen klaren Einblick in, na gut, so einen richtigen Einblick in Valentina bekommen wir nicht, aber zumindest wie die Pressesituation gelaufen ist, jetzt muss man hier aber auch wieder sagen, natürlich Alex und Vanessa sind natürlich nicht, sind natürlich voreingenommen, ja. Die werden jetzt hier uns nicht erzählen, dass Valentina ein Engel ist. Das passiert auch nicht. Das muss man auch jetzt so nochmal sehen. Aber trotzdem, wir haben ja die Aufnahme gesehen, ihre Körpersprache, wie sie dort einfach sich verhalten hat. Und das hat man ja auch in diesem Livestream, zumindest in den Minuten, wo sie noch da war, ja gehört, dass sie ständig reingequakt hat. Und letztendlich ging es um Jan. Und es wäre vielleicht für Jan auch nochmal eine gute Chance gewesen, unabhängig von diesen ganzen Beleidigungen und diesen ganzen peinlichen Vorzoff, sich einfach ein bisschen von einer guten Seite zu zeigen, oder? Von einer sportlichen Seite, von einer guten Seite, vielleicht auch von einer Gewinnerseite oder von einer Verliererseite, aber auch wenn er den Boxkampf verloren hätte, hätte das für ihn auch gut sein können, wenn es denn dann dahin geht, dem Gegner zu glückwünschen und sagen, fairer Sportkampf, du warst besser, ich akzeptiere das, da hätte er ganz schöne Imagepunkte sammeln können, aber diese Imagepunkte, die hat Valentina gestrichen. Ja, wie so ein Treue, so ein Payback-Konto, ja, ist gestrichen. Und für mich sieht das jetzt wirklich so aus, dass der Kampf abgesagt ist, auch wenn Gigi etwas anderes glaubt. Jetzt hat sich aber, und jetzt müsst ihr da nochmal durch, ich habe es extra bis zum Schluss aufgehoben, jetzt müssen wir uns nochmal Valentina geben, denn auch sie äußert sich natürlich auch noch einmal zur Presseveranstaltung und wie sie das alles so aufgefasst hat. Und sie sagt natürlich auch noch etwas über Jans körperliche Gesundheit. Und ja, war ich jetzt überrascht. Jetzt auf einmal ist nicht nur der Grund der Beleidigungen der Grund, warum Jan nicht kämpfen darf, sondern jetzt geht es noch ein bisschen weiter, jetzt geht es um seine Gesundheit. Und da dachte ich mir dann auch so, hä, das hören wir jetzt alle zum allerersten Mal und bestätigt mich in meiner Theorie, die ich hier schon am Anfang des Videos gesagt habe, dass es für mich ein bisschen vorgeschoben aussieht, beziehungsweise alles ein bisschen geplant war, um eh nicht am Fight teilzunehmen. Gut, wir hören jetzt erstmal rein, was Valentina uns zu sagen hat. So, Friends, ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal was gegessen, denn ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und ich möchte auch nochmal hier ganz klar sagen, es war keine neutrale Moderation von dieser einen Moderatorin. Was ist das denn bitte? Wir Störfaktoren, sagt sie zu uns, werden beleidigt, stellt uns, sagt uns, wir sind die Dummen, der Klügere gibt nach. Es ist ganz lustig. Ich kenne diese Moderatorin nicht, aber als Störfaktor würde ich sie und Jan auch bezeichnen. Das ist wirklich eine sehr gute Beschreibung für das, was ich hier auch so in den letzten Wochen erlebt habe mit ihr. Also auch diese Aussage empfinde ich jetzt natürlich für Valentina erstmal als sehr schwierig. Die Pille muss sie erstmal droppen bzw. lutschen, aber Fakt ist eins, wenn man hier im Publikum sitzt, eigentlich gar keine Relevanz hat bei dieser Veranstaltung, denn dort reinzuquaken, dann ist man ein Störfaktor. Das ist auf den Punkt gebracht. Sagt sie zu uns, die sind die Dummen, redet dann auf Italienisch irgendwas. Sorry, das ist so auf eine Seite stellen und das ist keine neutrale Moderation, das ist für mich keine neutrale Veranstaltung und ach, ich bin so heilfroh, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, ich bin einfach nur heilfroh, aus diesem ganzen Bullshit raus zu sein jetzt. Ganz kurz auch hier nochmal ein Einwand, sie ist heilfroh, aus dem ganzen Bullshit raus zu sein. Sie war ja im Prinzip nicht drin. Man muss es noch einmal sagen, sie steht ja nicht im Ring, für alle Zuschauer, die sich jetzt fragen, was Valentina uns zu sagen hat, das habe ich mich auch gefragt, weil sie war ja nie irgendwie Teil dieses Themas. Sie ist zwar die Freundin von Jan, aber es ging hier um Jan, um die beschmutzte Ehre angeblich wieder, rauszuprügeln. Ich weiß nicht, das ist so, kann ich euch nicht sagen, was der Hintergrund dafür ist. Also den Hintergrund kenne ich schon, aber was sie geglaubt haben, was sich dadurch verändert im Sommerhaus, wenn die sich auf die Mütze was geben, ja, keine Ahnung. Aber hier muss man noch einmal sagen, Valentina, du warst da nie drin.
Du hast damit nichts zu tun gehabt. Du bist nur die Freundin von Jeanne in dem Moment. Ja, das musst du einfach ertragen. Und letztendlich hast du wahrscheinlich deinem Partner mit deiner Art eine Möglichkeit gegeben, sich von einer besseren Seite den Zuschauern zu zeigen, als er im Sommerhaus es getan hat. Und das hätte seinem Image gut getan. Aber was ist passiert? Ihr habt es halt wirklich auch mal wieder vermasselt. Das tut mir so leid, aber ihr habt es halt auch wieder vermasselt, ja? Wir hören mal noch den Rest hier. Achso, hier brauchen wir nichts mehr hören, die können wir lesen. Und zwar schreibt Valentina nochmal für alle, die es nicht verstanden haben oder denken, wir blöffen. Der Kampf ist zu 10.000% abgesagt von Jans Seite. Morgen kommt ein Statement von Jan. Das ist ganz lustig. Zitat Ende. Das Statement kommt morgen von Jan, aber sie hat schon zwei Statements gegeben. Aber das Statement kommt von Jan und er hat den Kampf abgesagt. Das funktioniert in eurer Kommunikation auch nicht richtig. Jan ist Kampfteilnehmer, also muss Jan auch den Kampf absagen. Offiziell als Erster. Nicht du als Freundin, die sagt, Jan hat den Kampf absagen oder wird den Kampf morgen absagen. Das gibt dieses, das ist das, was alle meinen mit Hündchen, ja? Das ist das, ich verstehe, also ich finde diese Aussage, Jan, der Hund, absolut daneben, ja? Das muss ich einfach so sagen. Ich finde das nicht korrekt, ihn mit einem Hund zu vergleichen. Finde ich überhaupt nicht korrekt. Ich verstehe aber, wie diese Kausalität zustande kommt, wenn sie vorgibt den Ton und er macht den Ton nach. Jan müsste sich in dieser Konstellation von Valentina lösen, nicht partnerschaftlich, aber meinungstechnisch, sich von ihr lösen und sagen, nein, ich zeige den Zuschauern, was ich für ein Typ bin, gehe mit Gigi in den Ring und dann schauen wir, was passiert. Hier entsteht leider auch bei mir der Eindruck, dass Jan einfach ganz genau weiß, dass er gegen Gigi keine Chance gehabt hätte, um hier nicht sein Gesicht zu verlieren, nicht am Kampf teilzunehmen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn Jan den Kampf verloren hätte, hätte er für mich persönlich sein Gesicht auch nicht verloren. Ich finde es nicht schlimm, bei Veranstaltungen zu verlieren oder zu verlieren bei Situationen. Oder ich find Verlieren nicht schlimm. Ich finde es viel schlimmer, wenn man es gar nicht erst zu dieser Situation kommen lässt, dass man verlieren könnte. Oder aber, wenn man denn ein schlechter Verlierer ist. Das finde ich schlimm. Aber im Leben zu verlieren, das ist manchmal so kleine Weisheiten mit Danny, ja. Im Leben zu verlieren kann manchmal auch ein Gewinn sein. Ja, es ist so. Ich müsste Kalendersprüche rausbringen. Aber es ist so, im Leben zu verlieren kann manchmal ein Gewinn sein und gerade hier fürs Image, ja. War ein großer Fehler meiner Seite von meiner Betrachtung her, war es ein ganz, ganz großer Fehler. Gut, es gibt noch eine zweite Story, da geht es jetzt nochmal, wir hören rein, worum es geht. Und by the way, ich weiß nicht, woher die Presse so einen Bullshit aufgreift. Wir sind gegangen, Jan und ich sind aus dieser Pressekonferenz gegangen, weil wir uns weder beleidigen lassen, noch bedrohen lassen, noch so eine diese Interviewerin, die war so nicht unparteiisch, das geht einfach nicht, das war unter aller Sau und wir sind gegangen, das will ich nochmal ganz klar sagen. Ich wurde weder abgeführt, noch wurde ich der Veranstaltung verwiesen. Mein Gott, woher zieht ihr euch diese Information? Bitte einmal bei der Wahrheit bleiben. Und morgen kommt nochmal das Statement von Jan, warum er auch nicht kämpft. Das hat auch was mit seiner aktuellen gesundheitlichen Situation zu tun, wie er aktuell in der Verfassung ist körperlich, nicht nur auch wegen der Pressekonferenz. Das war nochmal das i-Tüpfelchen, warum er jetzt seine Gesundheit vorzieht. Deswegen, wir wissen schon ganz genau, was wir sagen. Bitte hört auf, uns für dumm zu verkaufen. Das ist es halt. Ich glaube nämlich auch ganz genau, dass ihr denkt, dass ihr wisst, was ihr sagt, weil das einstudiert ist. Ja, so einfach es ist. Ich glaube daran nicht. Diese ganze Vitamin-Cocktail-Geschichte, die wir uns angeschaut haben, jetzt heute Morgen in meinem Video, ja, jetzt geht's auf diese Gesundheit, jetzt ist es natürlich wichtig, wo man weiß, dass man hier ja eh nicht ernst genommen wird, dann muss man auch sich um die Gesundheit kümmern. Nein, das stimmt alles so nicht. Glaube ich nicht. Ich persönlich glaube, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube das nicht. Ich sage jetzt nicht, sie ist eine Lügnerin, das sage ich nicht, ich sage, dass ich es nicht glaube. Und das ist mein gutes Recht. Mein Recht ist es zu sagen, ich glaube ihr das nicht, was sie sagt. Ich bin davon überzeugt, dass das alles vorgeschoben ist. Ja, dass das alles wirklich vorgeschoben ist und dass es wahrscheinlich noch nicht mal irgendwann darum ging, überhaupt bei dem Kampf teilzunehmen. Glaube ich nicht. Ja, ist meine ganz persönliche kleine Danny-Meinung. Ganz unbedeutend, aber ist meine Meinung. Ich glaube ihr das nicht. So, jetzt, wie geht's weiter? Jetzt ist die große Frage. Wir können Valentina verlassen, zum Glück. Jetzt können wir drüber sprechen. Was ist da los? Was ist da passiert? Also grundsätzlich
Ich distanziere mich wie in jedem Video von allen Beleidigungen, egal aus welcher Richtung. Alles ist daneben. Ich relativiere jetzt auch nicht. Die Beleidigung ist schlimmer als diese. Ich finde alle Beleidigungen beschissen. Die Beleidigungen von Valentina, geh doch nach Hause, ist beschissen. Die Beleidigung von Gigi, du Eselgesicht, ist genauso beschissen. Ich möchte das Wort, was Valentina gesagt hat, nicht in den Mund nehmen. Das hat einfach auch etwas mit Respekt und Erziehung zu tun. Ja? Möchte ich nicht. Bitte seht mir das nach, wenn ihr jetzt nicht so richtig verstanden habt, was ist das für ein Wort, dann ja, stellt euch einfach das ein schlimmes Wort vor. genau, also das sind so die Konstellationen, dass da Vanessa und Alex jetzt mitmischen, empfinde ich jetzt hier nicht als nicht als Fehl am Platz. Das ist schon in Ordnung. Alex ist Teil des Kampfes. Sie haben eine Meinung über Claudia. Wie komme ich denn auf Claudia? Die haben eine Meinung über Valentina und Jan und entsprechend haben sie natürlich auch das Recht, ihre Meinung zu äußern. In ihrer Story waren sie jetzt auch nicht diese Hündchengeschichte, das hätten sie sein lassen müssen, dann wäre ihre Story okay gewesen. So, das war jetzt wieder ein bisschen zu viel. War eine weitere Provokation in Jans Richtung. Und jetzt ist natürlich die große Frage, mit dieser Kampfabsage hat Jan aus meiner ganz persönlichen Sicht, ja, ihr wisst, Dannys kleine Meinung, so könnte man den Kanal auch nennen, ne? Anstatt Dannys Trash Highlights, Dannys kleine Meinung, ja. Hier hat Jan aus meiner ganz persönlichen Sicht wirklich erneut das Gesicht verloren. Ja, das ist so, es ist halt einfach so schade, weil, ich weiß nicht, für die Zuschauer, die meine Videos regelmäßig gucken, die wissen, dass ich in meinem allerersten Video über Jan und Valentina gesagt habe, Mensch, der Jan ist eigentlich echt sympathisch. Ja, ich fand den echt sympathisch, hab das gesagt, ich stehe da auch zu, dass ich dachte, Mensch, sympathischer junger Mann. Und dann hat der eine so eine Achterbahnwendung gemacht, ja, 180-Grad-Wendung, dass ich mir jetzt so denke, boah, wie schnell kann man sich von seiner Freundin beeinflussen lassen? Auch meine persönliche Meinung, Dannys kleine Meinung. Wie schnell kann man sich von seiner Freundin beeinflussen lassen und nimmt dieses gleiche toxische Image an wie sie? Er hätte jetzt ja die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen guter Bulle, böser Bulle, in diese gute Rolle zu fallen und sie ist halt dann diese polarisierende und er ist ja freundlich, aber das ist nicht passiert. Er geht genau in dieselbe Kerbe wie Valentina, welches die beiden jetzt noch mehr als, ja, nicht kommerziell bezeichnet, für mich persönlich, ja. Ich würde sagen, das ist der vierte Sargnagel in das mediale Grab von Valentina. Ja, ich habe, wenn ihr meine Videos gesehen habt, hab ich euch aufgezählt, welche Sargnägel wir schon gesammelt haben. Aber das ist jetzt wirklich erneut wieder ein absoluter Schuss in den Ofen. Und ich habe gestern hier einen Kommentar gelesen, man muss auch dem Management Schuld geben. Und da habe ich drüber nachgedacht und das Thema war ja auch bei Iris und Peter, wo wir auch mal gesagt haben, naja Mensch, also hat denn Iris kein Management? Wer hält sie denn mal auf? Und ich gebe diesem Kommentar recht. Ja, ich weiß nicht, ob Valentina ein Management aktuell hat. Wenn sie eins hat, ich habe mehr den Eindruck, dass sie nur den einen oder anderen Sponsoren hat, ja, aber wenn sie wirklich ein Management hat, dann verstehe ich nicht, was die Strategie dahinter ist. Weil jetzt erstmal ist ganz klar zu sehen, das Image geht kaputt wie so eine alte, bröcklige Kneckebrot. Ja? So ist es. Also ich sehe hier keinen Vorteil auf der Seite von Valentina oder Jan. Gar nichts. Es ist wirklich nichts passiert, wo man sagen könnte, die gute Valentina. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Ihr werdet von mir hier auf jeden Fall mehr erfahren über das Thema. Wir werden uns auch die Aussage, die Kampfabsage von Jan natürlich einmal anschauen. Ich glaube heute nicht mehr. Das Video seht ihr um 11. Um 14 Uhr habe ich ein anderes Thema geplant. Das ist aber auch extrem wichtig. Das müssen wir uns unbedingt anschauen. Und dann denke ich mal spätestens morgen früh um 8 zum ersten Kaffee. Und für alle neuen Zuschauer, ich habe immer zwei feste Upload-Zeiten. Immer morgens um 8 zum ersten Kaffee und um 14 Uhr. Und aktuell aber, weil die Berichterstattung doch sehr viel Dynamik hat, ja, immer Sondervideos um 11. Macht sehr viel Arbeit, Freunde. Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Arbeit aber wertschätzt mit Kommentaren, Likes und mit Abos, meine Lieben. Also, ich verabschiede mich jetzt, gebt ein Schmusi an euch und ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag, denn das ist das Wichtigste. Tschüss.